grüße euch, ihr Fappern! Smash ist wieder am Start, gerade eben erst aufgestanden und Leute, mir geht's ein bisschen shitty, ja. Heute war ich doch recht früh wieder daheim. Kollege kam mit, Pizza gemacht. Easy peasy. Gestern habe ich Ted geguckt. Natürlich bin ich ins Kino gegangen mit Popcorn und so. Und ich hoffe, euch stört's nicht, dass ich hier am Essen bin. So nebenbei, ich hoffe, das stört keinen, weil ich echt Hunger leider. Ja, wäre auf jeden Fall nice, wenn meine Zuschauer das irgendwie so ein bisschen so entgegenkommen könnten. Weil, Leute, folgendermaßen. Ich habe gerade die ganze Zeit, ne, ohne Scheiß, aufgenommen. Ich glaube, es war von 36 bis 52, guys. Das sind dann insgesamt 6 bis also 4, das macht dann 4 Minuten mindestens. Ja, dann macht das nochmal 10, dann macht das 14 Minuten. Ich habe 16 Minuten dann insgesamt aufgenommen. Ja, ich habe insgesamt 16 Minuten Stoff gehabt, weil ich dann hätte im Zeitraffer, also in einer Clipgeschwindigkeit, in einer höheren Clipgeschwindigkeit, so lange wie ich quatsche halt, wiedergeben lassen könnte. Dann würde das richtig nice ausschauen, wenn das so lange ist und ich das so richtig schnell wiedergebe. Ich habe auch wirklich richtig gut geplayed. Aber ist nur die Hälfte der Aufnahme, weil Fraps rumspackt und dann hat er gerade meinen Desktop aufgenommen oder sowas. Ja, das ist natürlich eins der zuverlässigsten Programme ever. Ich kann das nicht empfehlen. Ich glaube, ich muss bald umsteigen auf andere Programme, Dextory oder so eine Scheiße. Mal gucken, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe halt gestern, glaube ich, ja, gestern Ted geguckt und jetzt würde ich dann auch gerne hier so Information zu dem Film abgeben, falls ihr überlegt, euch anzuschauen. Also auf jeden Fall, was ich recht raushauen kann, Leute, der Humor von Ted 2 ist irgendwie, ich weiß nicht, aber Ted 1 auf jeden Fall besser. Irgendwie, hab keine Ahnung, ja. Ted 2, der Film, der ist einfach, der ist schon gut, ja, der war witzig, ich hab mir auch einen manchmal lacht. Aber der Humor, der ist einfach irgendwie, keine Ahnung, der, ich will nicht sagen zu direkt ist ja dann noch nicht mal so schlimm, aber man durchschaut den Humor ja schon fast. Das ist einfach das, was ich sagen möchte. Und das ist einfach, naja. Und die Story, die ist auch nicht so toll. Man merkt dann auch am Ende wirklich, dass man da wirklich auf den ersten Teil irgendwie ansetzen wollte. Was ich nicht so nice finde. Eine bessere Story war da schon zugute getan. So, wäre schon nicht schlecht gewesen, Leute. Die Sache ist jetzt halt einfach die, ja, dass ich vielleicht eine Facecam bräuchte. Und was ich auch schon lange vorhabe, ist halt in 1 zu 1 die Kills und die Tode so zu zählen. Links, rechts, so ein Scoreboard quasi. So ein. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, das war halt so circa das Statement. Das Video wird ein bisschen kürzer. Ich will nicht wieder so lange schwätzen, weil das ist ja wieder so eine Sache. So eine Montagssache, so eine geschaffte Montagssache, weil. Ich habe gerade, glaube ich, drei Stunden oder so geschlafen oder vier, weiß ich nicht, in meinem Bett und ich hatte noch von Freitag, ein Kumpel hat bei mir gepennt, der auch heute mit mir da am Phrasen war. Die waren immer noch alle in meinem Bett, die ganzen Bettlaken und alles drum und dran und dann lag ich da mit vier Schichten und dann ist mir übel heiß, ich bin gebraten, aufgestanden, Leute, das ist keine schöne Angelegenheit. Erstmal ins Bad. Gesicht auswaschen und so circa war das dann so. Irgendwie bin ich dann so dem Tag da. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und dann war ich halt unten, meinen kleinen Hund am Holen. Und meinen, so geht das nicht weiter, du kannst hier nicht rumschreien, so kann ich einfach nicht aufnehmen. Ja, dann habe ich mir auch einen Joghurt geschnappt dann dabei. Der Hund ist jetzt draußen, glaube ich. Und ja. Oder sonst irgendwo, vielleicht läuft er auch rum, vielleicht fickt er irgendwelche anderen Hunde, was weiß ich. Oder lässt sich ficken, ja gesagt. Wie gesagt, jetzt einfach die Ted 2 irgendwo witzig, ja, am Humorstil kann man auf jeden Fall noch arbeiten. Das ist, war jetzt irgendwie, der Film ist ab 12 freigegeben, war schon so für 12. Aber obwohl er schon ja richtig wieder erwachsen, weil es ein dreckiger sprechender Verserser Bär ist, man, der Bong raucht und alles, man. Das ist. Ja, das ist einfach böse. Da kann ich einfach nicht sagen. Naja, so circa war alles, Leute. Ich würde sagen, ihr habt jetzt meinen Punkt circa verstanden. Danke, dass euch das Video angeschaut habt. Ihr könnt auch einen Daumen hoch smashen. Ist mir aber eigentlich auch egal. Bis zum nächsten Mal. Dann würde ich sagen, ciao.